Nein, es wird nicht schief gehen. Ja, es wird wie ein Bootsunfall aussehen. Mensch, mach dir keine Sorgen. Es wird keine Leiche gefunden werden. KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Glauben Sie mir, meine Stiefmutter will meinen Vater umbringen. Komm, nimm erstmal Platz. Das ist unser Kollege, Herr Grass. Hallo. Wo sind denn deine Eltern gerade? Die sind verreist in die Berge. Und du meinst, deine Stiefmutter will deinen Vater umbringen und es dann wie einen Unfall aussehen lassen? Ja, ist doch sonnenklar, oder? Wonach hört sich Bootsunfall und es wird keine Leiche gefunden sonst an? Ja, aber warum sollte sie das tun? Keine Ahnung, aber dieser Anruf hat mir echt Angst gemacht. Hast du deinem Vater von dem Telefonat und deinem Verdacht erzählt? Nee, konnte ich nicht. Also, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen und keine Ahnung, wann er gestern zu Hause war. Und heute in der Früh waren beide schon weg. Und die beiden haben dir nicht gesagt, wo sie genau hinfahren? Nee. Hat dein Vater ein Handy dabei? Ja, klar, aber er geht nicht ran. Ja, und jetzt? Bist du allein zu Hause? Ja, im Prinzip ja. Also, meine Nachhilfelehrerin kommt bald und die schaut nach mir, solange meine Eltern weg sind. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir fahren mal zu dir nach Hause. Kennwort. Brigitte. Du kennst das Kennwort? Ja, ist ja kein Geheimnis. Das ist der Vorname meiner Stiefmutter, Brigitte Schmilian. Sind das hier deine Eltern? Wie lange sind die beiden denn schon verheiratet? Seit ungefähr 10 Jahren. Meine leibliche Mutter ist damals kurz nach meiner Geburt gestorben. Oh, das tut mir leid. Hattest du denn schon öfter das Gefühl, dass deine Stiefmutter deinem Vater etwas antun will? Haben die beiden sich in letzter Zeit öfter gestritten als sonst? Nee, eigentlich nicht. Ja, Alex, ich hab hier was. Sie haben sich tatsächlich nach einem Boot erkundigt. Bootsverleih Hansen am Bunsensee. Sehen Sie? Ich hab's doch gesagt. Was sollen wir jetzt machen? Ja, jetzt werden wir erstmal überprüfen, ob die beiden dort wirklich ein Boot angemietet haben. Ja, ich schreibe mir mal die Nummer ab. Ja. Traust du deiner Stiefmutter sowas wirklich zu? Mir fällt da noch was ein. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich habe da noch was mitgekriegt. Mein Vater hat vor kurzem Geld in die Schweiz überwiesen, glaube ich. Ich habe das aber nur so am Rande aufgeschnappt. Hi, Inga. Hallo. Guten Tag. Das ist Inga, meine Nachhilfelehrerin, von der ich Ihnen erzählt habe. Die sind von der Polizei. Hallo. Polizei? Ist irgendwas passiert? Tja, das wird sich noch herausstellen. Wir sind von der Kriminalpolizei, um genau zu sein. Mein Name ist Grass, meine Kollegin Rietz. Hallo. Könnten wir uns vielleicht kurz unterhalten? Ja, klar. Sven, sei doch so lieb und lass uns kurz allein. Ja, klar. Ich gehe schon mal mein Zimmer rauf. So. Es ist so, Sven ist zu uns gekommen. Er glaubt, seine Stiefmutter möchte seinem Vater irgendetwas antun. Bitte was? Wie bitte? Wissen Sie, was die Eltern an diesem Wochenende machen wollen? Naja, sie wollten das Wochenende über in die Berge fahren. Aber ja, genaueres weiß ich nichts. Und ich passe eben hier auf Sven ein bisschen auf, beziehungsweise schaue nach dem Rechten und gebe ihm Nachhilfe, weil in der Schule, da hapert es halt ein bisschen. Wie schätzen Sie denn das Verhältnis der Eltern ein? Ich bin erst seit 2 Wochen Svens Nachhilfelehrerin. Aber sie ist irgendwie so hartherzig. Manchmal habe ich das Gefühl, sie ist eher scharf auf das Geld vom Herrn Köpper als auf ihn. Wie kommen Sie denn darauf? Ihre ganze Art eben. Sie ist so. Ich weiß nicht, ob ich das noch sagen soll. Ja, natürlich. Alles könnte wichtig sein. Es könnte sein, dass sie Svens Vater betrügt. Hier sind wohl mal irgendwie Kondome aufgetaucht. Sven hat sich bei mir ausgeweint. Aber im Vertrauen natürlich.
Wiederhören. Das Ehepaar hat sich wirklich am Bunsensee ein Boot angemietet. Sind damit ausgelaufen. Bunsensee, das sind 40 Kilometer von hier. Robert soll doch mal die zuständigen Kollegen dort über den Fall informieren. Na? Hi. Ich habe mal ein bisschen über diesen Sven recherchiert. Also für sein Alter hat er eine ganz schöne Kriminalakte. Ist ein notorischer Autoknacker. Dazu kommt noch normaler Diebstahl und Nötigung. Naja, seine Mutter ist früh gestorben. Der war immer auf seinen Vater fixiert. Und dann auf einmal kam eine andere Frau. Da rebellieren viele. Der Junge war 6 Jahre alt, als die Stiefmutter dazu kam. Er müsste sich doch eigentlich an sie gewöhnt haben. Glaubst du, der hat das Telefonat nur erfunden, um seine Stiefmutter reinzureiten, damit er sie los wird? Auch möglich. Sag mal, Alex, was hat er gesagt? Die Sache mit dem Geld? Geld? Ja, sein Vater hat angeblich Geld in die Schweiz überwiesen. Ja, Leute, aber das ist alles ein bisschen dünn. Da kriegen wir niemals einen Beschluss, um sein Konto zu überprüfen. Die Kollegen haben sich gemeldet. Das gemietete Boot treibt herrenlos auf dem Wunsensee. Wie herrenlos? Ja, ohne Besatzung. Von dem Ehepaar fehlt jede Spur. Die Kollegen durchsuchen die Umgebung und haben Taucher angefordert. Na, komm, Gerrit. Okay. Ja, das könnte für eine Kontenprüfung reichen. Ich lasse auch sein Handy orten. Ja. Ja. Hallo? Können wir Ihnen irgendwie helfen? Kripo, K11, Grass mein Name, meine Kollegin Ritz. Ah, Kollegen, seid ihr auch wegen der Handyortung hier? Ja, genau. Kommt ihr vom See? Ja, machen und? Wir. Ja, das Boot ist leer, Ufer wird abgesucht, Tauchern arbeiten begonnen, aber noch kein Ergebnis bisher. Der Wunsensee ist ja aber auch sehr tief. Tiefste Stelle 80 Meter. Ja gut, dann suchen wir mal das Handy von Herrn Kappa. Die Nummer habe ich ja. Ja, und wo ist der Mann? Tja. Psch. Da ist doch jemand. Hey, bleiben Sie stehen. Hey, bleiben Sie stehen. Hallo, Sie sollen stehen bleiben. Hey, ganz hart, kommen Sie her. Sie sind Brigitte Schmiljan. Nein, bin ich nicht. Hey, ganz langsam, ja? Ja, Anke Wessels. Darf ich mal? Frau Schmiljan, ich glaube, wir beide unterhalten uns mal. Bringt der Frau Schmiljan mich ins K11? Okay, ich informiere die Spurensicherung. Die sollen sich hier mal umsehen. Okay. Also, Frau Schmiljan, wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie Ihren Ehemann ermordet haben. Ja, und vorher haben Sie sich noch eine neue Identität und diesen Pass zugelegt. Sie wollten untertauchen, deshalb auch die Perücke. Wovon reden Sie da? Ich habe meinen Mann nicht umgebracht. Nein? Wo ist er dann? Das weiß doch ich nicht. Ich war auf jeden Fall mit ihm in dieser Hütte verabredet. Wie in der Hütte verabredet? Ich denke, Sie sind mit Ihrem Mann gemeinsam auf den See gefahren. Mit dem Boot. Woher wissen Sie das? Ist doch völlig egal, woher wir das wissen. Wir wissen es eben. Also. Okay, hören Sie. Ich war mit meinem Mann in dieser Hütte verabredet. Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Aber ich bin direkt von der Stadt zu dieser Hütte gefahren. Und dann war da schon Polizei. Ja, vor der Sie weggelaufen sind. Und das wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Was ist mit Ihrem Mann passiert? Und wo ist er jetzt? Ich weiß nicht, was mit meinem Mann passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat Inga was damit zu tun. Inga? Die Nachhilfelehrerin ihres Stiefsohnes? Ja, auf dem Weg zu dieser Hütte, also auf dem Waldweg, kurz bevor Sie mich aufgegriffen haben, da habe ich ein Auto fahren sehen.
das von Inga. Vielleicht hat sie meinen Mann mitgenommen. Warum sollte die Frau in den Wald kommen und ihren Mann mitnehmen? Das weiß ich doch selbst nicht. Aber sie war da, das müssen Sie mir glauben. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir Ihnen überhaupt noch irgendwas glauben sollen. Aber gut, wenn Sie die Wahrheit sagen, dann werden wir das feststellen. Es wurden nämlich Reifenspuren von dieser Hütte gefunden. Und die brauchen wir nur abzugleichen.